Schlange! Wenn da jetzt ein Bonus drin war. Blöde Schlange. Alter, nee! Das gibt's ja auf keinem Schiff, was ihr hier macht! Also ich schätze mal, es geht hier lang weiter. Das andere war dann wahrscheinlich nur ein Bonusbereich. Wo muss ich hin? Ich hab's beinahe gar nicht gesehen. Ja, wenigstens Bonusbereich. Okay, bitte, bitte Crash, bitte lauf durch, ey, ich bitte dich. Komm ins Ziel. Ich mach das jetzt ganz vorsichtig, ich habe so Schiss. Es ist mir egal, ich musste weg von diesem TNT. Ich muss hier ankommen. Ich muss hier durchkommen, ich habe nur Schiss. Och Mensch. Leute. Leute, das ist nicht mehr lustig. Ich will jetzt ins Ziel von diesem Bonuslevel. Ja! Ja! Yes! In dein Face! In dein Face, Coco! Oh. Scheiße. Ey, wir haben nur noch 6 Level vor uns. Boah, das heißt, dieses Let's Play geht auch langsam entgegen. Mir ist richtig schlecht, ey. Aber wenigstens habe ich jetzt die Gewissheit, dass ich diese scheiß fucking Slippery Climb nicht mehr machen muss. Das war etwas zu knapp. Nein! Das ist, die sind in einem scheiß Intervall hier aufgeführt. Das wär's jetzt, ey. Ich bin so weit vorangekommen und dann scheitere ich hier ran. Was denn? Mich hat doch gar nichts berührt. Ey! Wieso? Ich bin zu weit vorgesprungen, scheiße. Haha. Oh, das war aber eigentlich ein Glitch eben, ne? Und jetzt einfach nur gemütlich darüber. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. So Jesus, Jesus, Jesus. Ah, oh, wieder ein Machinery-Level. Castle Machinery. Wir gehen ja echt dem Ende entgegen. Heiliger Bimbam. Was ist das denn für ein Cockteasing? Ihr seid voll scheiße, wisst ihr das? Das Level war... Der Ausgang war direkt vor meiner Nase. Na gut. Die Machinery Level, die waren zwar auch ein bisschen difficult, aber die waren ein bisschen angenehm. Auch so mal verzwischendurch. Oh Gott. Außer es kommen diese Mistviecher wieder vor. Komm, 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 komm. Schwer ab. Bursche. Such dir einen anderen Platz aus. Gib in dein Navi neues Ziel ein. Ding, ding, Sie haben Trollhausen erreicht. Bitte links abbiegen. Jetzt muss ich mich also den ganzen Weg wieder da... Palalalala! Nein, nein, nein. Den ganzen Weg da hocharbeiten. Sehe ich auch so. Das Ganze zweimal zu mitnehmen, bitte. Burbuga wird auch neuerdings in Teigwarenläden angeboten. Ja, was hast du denn für Störungen hier?
Schlimmere Schwankungen beim Hin- und Herbewegen als seine Frau während ihrer Tage mit ihren Emotionen. Haha, okay, der war sehr frauenfeindlich. Es ist nur Nonsens, was ich von mir gebe. Also wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann dürft ihr nicht mir, sondern Evo Games RP ans Bein pissen. Das ist ein schlechter Einfluss. Oh, komm, Jakob, ich mach's gleich aus. Ey. Boah, nee, ich krieg gleich echt die Krätze hier. Von diesen Rohren. Oh, Mist, Mist, Mist. Ich habe meinen Mumbo Jumbo wieder eingebüßt. Na, Junge, ist neu. Ich habe, glaube ich, jetzt bis auf Level 1 oder so kein einziges Mal den Super Saiyajin-Modus von dem gehabt. Haha, ausgetrickst, ausgetrickst und hopsa. Das ist ganz heißer Kescheldampf. Damit dürft ihr zu Hause nicht spielen, Kinder. Macht das ja nicht nach. Hallo, ich muss doch nach oben gehen und weiter nach rechts. Wieso gehen wir denn jetzt wieder runter und nach links? Habt ihr so noch all? Aha. Hier war wieder so ein Bonus-Apples-Bereich. Das ist doch alles ganz fantastisch. Ja, 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 yes. Noch mehr Apples. Gimme them. Do it, Material. What you say? You using effort? No, I didn't use effort. If you want me to use the effort, I will use it. Wenn ihr das nicht versteht, ihr müsst unbedingt mal Onet Pranks angucken. Insbesondere seine Prank-Calls, wenn er als Inder sich ausgibt oder als Chinese. Sehr lustig. Auch empfehlenswert seine Hillbilly-Akzent, sein Afro-Amer. Eigentlich ist alles von dem empfehlenswert. Aber er hat schon ein paar richtig cool. Er hat über 9 oder 10 verschiedene Akzente drauf. Arbeitet gerade übrigens an einem 11., einem russischen. Also der ist echt Öden Memnis. Ne, Öden, wie wird's ausgesprochen? Öden Memnis. So, Öden Memnis. Nein, nein, nein. Verschwinde und komm nie wieder. Was hast du gesagt? Ich wusste, dass das passiert, wenn ich versuche, an extra Leben ranzukommen. Na, ganz toll. Das war ein tolles Ei. Ein ganz großes Ei. Heute Morgen habe ich gesehen, als du das versucht hast, du hattest richtig flitschig Kacke gehabt. Okay, eins nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh mein Gott, ey. Das ist ja echt ein Let's Derp die Herp Herp. Aber erstaunlicherweise bin ich bisher nur drei oder viermal sogar nur Game Over gegangen. Ich rechnete bereits mit mehr. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ohoho. Was ist denn mit euch wieder los hier? Wieder voll die Kifferkameras! Ey, ich hab die weggeschnickt! Na toll. Ich wollte ihm schon sagen, hallo Spiel, vergisst du mich wieder rauszusetzen bei meinem Respawn Point? Das lassen wir so. Ist mir zu riskant. Bei meinem Versuch, das eine extra Leben da unten zu kriegen, würde ich bestimmt 10.000 Mal krepieren. Ja, hallo? Wo ist jetzt der andere Lift hin? Ich dachte schon, die wollten mich verarschen. Hey, was? Wieso? Beschissenen Kameras. Warte mal, wenn ich zurückgehe, kriege ich vielleicht irgendwo diesen Akku noch. Oder? Was machst du denn? Läuft nicht mehr auf der Strecke. Mann, das ist jetzt mal hier so wie russisch-orthodox. Wer aus der Reihe tanzt, wird erschossen! Oh Mann! Du bist doch ein Babsackel. Hier unten ist nichts mehr akkumäßiges. Ich hatte keine Legebatterie dabei, gell? Verstehen Sie? Komm, das müssen wir jetzt. Wow, das war knapp. Das müssen wir doch jetzt mal an diesen blöden Kameras da vorbeischaffen.
Jakob, ich sag's dir, ich mach's gleich aus. Oh, der war knapp. Ich hab ihn nur gemanagt. Weg mit dir. Wenn ich dich in die Finger krieg, Pusche. Obwohl, du warst es gar nicht, ne? Das war dein anderer Buddy da. Hey! Aha! So. Oh Gott. Da habt ihr euch ja auch schon wieder ein tolles Spielchen ausgedacht hier. Okay. Oh nein! Nein! Ich wusste es! Ich stand ziemlich beschissen da. Ich wette ja mit euch, das war kurz vorm Ende. Warte mal, ich gehe zurück zu diesen Äpfeln. Jedes Leben zählt, es ist alles wichtig, wenn ich ihn meine. Weg! Weg! Muss ich in der Wand wieder genug Äpfel beisammen habe? Ja, meine ich ja, für ein extra Leben. Sehr wichtig, wenn ich spiele. Mir müssten sie eigentlich 30.000 extra Leben geben in diesem Spiel. Und ich will trotzdem zehnmal Game Over gehen. Oh Gott. So. Hopp und hopp und hopp und drop. Und tschüss. Walking, walking, walking. Aqua Star Floor. Yes. Haha, hab ich dich weggeschnickt? You didn't see that coming, did you? Na, was hast du da oben für ein Problem? Komm her, Pusche, wenn ich dir in die Finger kriege, ich mach dich krankenhaus. Ich schwör dich, ich mach dich dann mit Beulerei ein Messer rein und so. Weißt du, Arschlöchel, du hast dich krass verschieden, bessert. Konkret, Dragon. Ich bin hier übelst konzentriert gerade. Okay. Oh nee! Okay und oh nee! Haha. Oh, da war wirklich das Ziel. Seht ihr, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Ich hatte das im Urin. What the fuck? Oh, das hört sich wieder so scheiße an hier. Nitrous Brio. Ist das ein Boss? Ach, ja. Der Bruder von dem Cortex. Oder sein Assistent, keine Ahnung. Alter, ich erinnere mich an diesen Kampf irgendwie nur noch so dunkel. Ich muss, glaube ich, die grünen Dinger zu dem zurückschnicken, gell? Aber das war die falsche Richtung. Das war doch die falsche Richtung, Mensch. Na? Muss ich nicht schnicken? Draufhüpfen geht auch nicht. Doch! Warum hat es dann eben nicht geklappt? Das weiß das Spiel auch nicht. Okay. Wow! Sehe ich auch so. Okay, wenigstens weiß ich jetzt, wie ich den besiegen muss. Aber scheiße, hat der viel Energie. Schon etwas übertrieben. Hehe. Habe ich deinen komischen Glubsting da geninjert. Warum sieht das Ding aus wie Flapper? Ah, das kennen vielleicht einige gar nicht mehr von euch. Das war früher in den 90ern so ein sehr lustiger Film mit Robin Williams. Gab es eigentlich einen Sequel von? Ich glaube, es war eins geplant, aber es gab nie eins direkt. Alter. Da erfindet der so ein... Ach komm, ey. Jakob. Da erfindet der so einen komischen, grünen, lebendigen Flummi aus eigener Materie, also irgendwie so aus der Materie, der selbst trinkt er das. Oha, jetzt wird aber einer, jetzt wird einer wütend, jetzt wird einer zum Hulk. Was hätte ich machen müssen? Auf den draufspringen oder was? Okay. Scheiße, hat der viel Energie.
muss die Sprünge mit diesen grünen Dingern hier besser timen. Notfalls schnick ich eins erstmal weg. Ach, guck doch mal, was ist denn das? Blöden Schleimviecher. So. Okay. Das heißt, diese Phase ist jetzt gleich durch. Indem er mich abschmeißt. Und dann säuft das gleich. Okay. Do it, Mother Bitch. 3 Hits jetzt noch. Frankensteins Monster lässt grüßen. Oh, was hab ich getan? Ach Mensch, Crash, was machst du denn? Ich hätte einfach auf den drauf hüpfen müssen oder sowas, ne? Yeah. Ups, scheiße, was mache ich denn? Das war Fail. Aber sowas von. Ey, komm! Drehst du durch oder was? Ja! Wirklich? Nein, ey, ich muss alle Level gleich wiederholen. Du Hansel. Komm schon, Crash. Streng dich jetzt mal auf. Streng die O. Guck ich die O und streng die O. Ich weiß das nicht genau. Och, Mensch. Verarsch mich doch mal. Hallo. Ja, komm. Was war das denn? Ich bin auf diese Scheißteile draufgesprungen. Ja, komm, ich springe auf die drauf. Was willst du denn, Spiel? Verarschen kann ich mich allein. Ich habe nicht gecheckt, wie ich sein Frankenstein-Monster da besiegen kann. Oh, komm jetzt. Verarsch mich doch mal. Ja, komm! Hallo? Ich bin auf diese komischen Matsch-Kiwis draufgehüpft. Ja! Mit Sicherheit! Was war das denn? Ich bin da drauf gesprungen! Also geht es doch nicht, dass man da dauernd drauf springt, oder was? Toll, wo werde ich jetzt wieder rausgesetzt? Kerstin, na, das geht ja noch, das Level zu wiederholen.